Liebe Dennis, Dennis Hasenörl, ein sehr süßer Name, bayerisch-türkisch. Du bist quasi 78 geboren, hast eine türkische Mutter, einen deutschen Vater, der auch Künstler ist wie du. Du malst und machst wahrscheinlich noch viel mehr, was du uns gleich noch erzählen wirst. Aber du hast auch einen Bruder, du bist hier in Deutschland aufgewachsen, hattest aber auch Phasen, in denen du in der Türkei warst, und dazu gerne von dir noch mehr. Du bist eine mittlerweile schon auch zumindest hier in Bayern bekannte Künstlerin und machst ganz tolle Bilder. Wir werden sicherlich einige auch im Video einblenden. Und erzähl doch du erstmal so ein bisschen von dir selbst. Was ist das Türkischsein für dich? Gibt es da irgendwas, was deine Kunst, sage ich mal, auch prägt mit deiner Herkunft? Weil, das sage ich jetzt noch als letzten Satz, dann übergebe ich dir das Wort, Künstler sind ja eher Individualisten und gesellschaften sich ja nicht unbedingt jetzt mit irgendeiner Nation oder irgendeinem nationalen Stolz oder einer Ethnie, aber sind trotzdem geprägt von unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, von ihrer Herkunft, von unterschiedlichen Ländern und unterschiedlicher Kunstgeschichte. Wie siehst du dich da? Wo bist du da einzuordnen? Ja, also ich denke erstmal, dass wir alle automatisch natürlich geprägt sind von unserem Umfeld und wo wir aufwachsen. Also das, da kommt man gar nicht drum herum. Und es ist ja auch gut so. Also, oder ja. Wie ich mein Türkischsein sehe, also ich, natürlich hat mich auch das Türkische geprägt, genauso wie die deutsche Kultur, in der ich ja vorwiegend aufgewachsen bin. Aber ich würde eigentlich viel eher, also für mich ist es viel eher, dass die Tatsache, also dass ich eigentlich mich stark in einem Identitätskonflikt gefühlt habe als Kind und Jugendliche, mich dahin gebracht hat, womit ich mich jetzt auch in der Kunst beschäftige, und zwar mit dem Thema Identität. Also woraus ziehen wir Menschen Identität und wieso muss man eigentlich so daran festhalten? Ja, also ob das jetzt eine Nationalität ist, ob das der Beruf ist, ob das eine Religion ist. So, also ich bin von mich zwischen Türkisch oder Deutsch entscheiden zu müssen, weil dieses Gefühl hatte ich früher ganz stark. Hat man dir das abverlangt immer? Dich gefragt oder? Also nichts, genau, also gefragt oft, fühlst du dich mehr deutsch oder türkisch? Ich wurde oft gefragt, ja, schon. Also bis heute so, gerade in der Türkei werde ich eigentlich ganz stark, ganz oft auch immer noch gefragt. Und ich denke einfach, es ist wirklich so ein Grundbedürfnis des Menschen, sich zugehörig zu fühlen. Also wir wollen uns alle irgendwo zugehörig fühlen, weil wir sind Rudeltiere. Also wir könnten auch gar nicht alleine bestehen. So. Und dadurch, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst, kann man leicht in so einen Konflikt auch geraten. So. Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich zerreißen, ich müsste mich entscheiden, dass ich irgendwo dazugehöre. Und nur, das habe ich auch versucht. Das Resultat war, dass ich oft einen Teil von mir aber abgelehnt, also selbst abgelehnt habe. Das war eben dieser Konflikt, in dem ich war so. Was eben, und das ist eben das Thema, mit dem ich mich auch ganz viel beschäftige oder so, ein Unterthema von dem Thema Identität, dass es einfach viele Vorurteile gibt. Also dass ob das jetzt eine Nation, eine Religion, spielt eigentlich keine Rolle. Also, aber so, es gibt oft in so Identitäten oder wenn man an einer Identität festhält, passiert das ganz oft über Abgrenzung. Und die Abgrenzung sieht oft so aus, dass sie auch nah an einer Ausgrenzung oder auch Abwertung ist, so um seine eigene Identität zu stärken oder zu sichern. Also ich glaube, darunter liegt wieder eine Angst. So, aber wenn man das eben so spürt, und das habe ich ganz stark gespürt von beiden Seiten, kann man eben leicht in einen Konflikt geraten. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen in diesem Konflikt sind. Also
die in zwei Kulturen oder zwischen zwei Kulturen aufwachsen, so. Oder ja, eben, also ich will das gar nicht auf die Nationalität beschränken. Ich glaube, das ist, wenn, ja, also alles, was so aus der Norm, sage ich mal, hüpft, ja, ob das jetzt ein homosexueller Mensch ist, ob das ein, ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, über die man sich so identifizieren kann und die, ja, also genau, so. Das Entweder-Oder ist wahrscheinlich das Problem, ne? Das genau, also ich glaube, dass eben von außen gesetzte Rollen auch, ja, also man kann sich ja auch über eine Rolle als Mutter zum Beispiel identifizieren oder als über seinen Beruf ganz stark identifizieren. Und wenn ich jetzt sage, ich bin Kellnerin, dann werde ich wahrscheinlich eine andere, es wird anders mit mir umgegangen werden oder ein anderes Gefühl empfangen oder auch selbst haben, weil ich bin ja auch damit aufgewachsen, als wenn ich sage, ich bin eine ganz erfolgreiche Künstlerin oder Ärztin oder Manager. So. Also worauf ich hinaus will, ist eben, ich beschränke oder ich bin inzwischen mit diesem Thema Identität über das eigene private Thema, was ich hatte in meiner Kindheit, ja, mit diesem Identitätskonflikt, eigentlich zu dem Thema generelle Identität. Was bedeutet das eigentlich für uns Menschen? Also wieso brauchen wir das so stark oder halten wir so stark daran fest, gekommen? Und insofern hat mich natürlich das Türkische, aber auch das Deutsche geprägt. Also die Tatsache, dass ich beides bin, will ich nicht sagen, weil ich bin ja viel mehr und ich würde mich niemals als Deutsch oder Türkisch bezeichnen. Aber durch den Konflikt hat mich das zu meinem Thema gebracht in der Kunst. Und ja. Und du bist Bayerin in Berlin. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ja. Ja, das ist ganz lustig, so vor allem mit meinem Nachnamen. Da haben sie immer ziemlich viel Spaß. Wenn, oder mit meinem rollenden R. Kommt immer ganz gut an hier. Wie würdest du denn die Gesellschaft einschätzen? Hast du als Künstlerin das Gefühl, es müsste noch viel bunter sein? Oder wie können die Menschen gewertschätzt werden, die hier sind aus anderen Kulturen? Was? Ja, also bunter auf jeden Fall. Ich bin total für Vermischung und ja, also einfach für eine, ich wünsche mir wirklich eine vorurteilsfreie Gesellschaft und eine offenere Gesellschaft. So, ja, die weniger Angst hat, die sich nicht die Frage stellt, was oder wo, ja, wo der Fokus nicht immer darauf liegt, was trennt uns eigentlich, sondern was verbindet uns. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns über das Menschsein definieren, weil das ist letzten Endes, was uns verbindet. Und ich würde mir für die ganze Welt eigentlich wünschen, dass wir uns als gesamte Gemeinschaft fühlen können. So, also nicht nur für ein Land, sondern eigentlich für die ganze Welt. Das, wir sind eine große Gemeinschaft und das Menschsein verbindet uns. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass da mehr Bewusstsein dafür da ist, was, ja, und ich glaube aber, dieses Bewusstsein fängt bei dem Einzelnen an. Ja, deswegen stelle ich solche Fragen in meiner Kunst auch, was wärst du oder was würde von dir übrig bleiben, wenn es keine Religion gäbe, wenn du keiner Religion zugehören würdest, wenn du keine Nationalität hättest, wenn es keine Geschlechterrollen gäbe, so sich diese Fragen einfach mal zu stellen. Ja, was wäre dann eigentlich oder wie stark halte ich dran fest? Also ich glaube, es ist normal, dass man sich identifizieren möchte. Ich sage auch gar nicht, dass man das nicht sollte oder so. Nur diese Art und wie stark und wie dogmatisch man das tut. Also das versuche ich zu, ja, irgendwie, ja, auch zu hinterfragen und auch Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass eben, ja, dass wenn man sich das selbst stellt, zumindest war das mein Weg, ich habe mir das mich selbst diese Fragen gestellt und bin viel gereist, habe gespürt, dass ich mich in manchen Ländern eigentlich mehr zu Hause fühle als in Deutschland oder in der Türkei. Ich habe mich gefragt, wieso ist das eigentlich so? Und wo wäre das zum Beispiel? In Spanien zum Beispiel. Ich habe in Spanien gelebt und
da hatte ich irgendwie nie das Gefühl, nicht dazuzugehören, so weiß ich nicht. Also es ist natürlich mein eigener Konflikt, denke ich mal, den ich damals hatte. Aber auch, ja, also ich hatte ich einfach nicht so. Da habe ich mich, oder jetzt in Berlin ist Deutschland, aber Berlin ist eigentlich die erste, der erste Ort, an dem ich mich wirklich zu Hause fühle. Und ich denke, das liegt wirklich daran, dass hier auch ganz, ganz viel zusammenkommt. Also ganz viele Kulturen und auch noch Ost- und Westdeutschland, ja, was ja auch ganz eine unterschiedliche Geschichte hat und Mentalität auch. Das vermischt sich hier alles so. Und ja, also da, ich empfinde das hier ja, also für mich ist es sehr angenehm, so hier zu sein. Ich fühle mich hier nicht so schnell kategorisiert oder in irgendetwas eingeordnet, so oder nach meiner Hautfarbe bewertet oder nach meinem, was ich anhabe oder ob ich Geld habe oder nicht oder so. Dein Vorname bedeutet ja auf Türkisch das Meer. Und wenn du jetzt eine Ausstellung machst, wirst du da viel angesprochen, eben auch auf diese Identität oder Herkunft oder wie spiegelt sich das in deinen Bildern wider? Ist das, kann man das überhaupt benennen oder ist das, Ja, hast du ich das werde Gefühl, du eigentlich eher hast auf auch meinen einen Namen Nachnamen. dann? Ja, Bitte? über den Nachnamen haben wir schon, der ist sehr lustig. Aber wenn jetzt so, die Leute achten wahrscheinlich nicht auf das Denis, dass es auch anders geschrieben wird und mit Z eigentlich, ja, ne? Und Doch, werde ich schon öfter angesprochen. Ich werde auch von vielen Denise genannt. Das ist auch so. Also ich werde von einigen Dennis und von anderen Denise genannt, was vollkommen inzwischen auch in Ordnung für mich ist so. Ja, doch, ich werde schon darauf angesprochen, so, aber das ist auch okay, also das ist okay. Und wie spiegelt sich das in meiner Kunst? Also ich kann es so nicht sagen. Ich beschäftige mich zum Beispiel auch viel mit dem Thema Zeitwahrnehmung. Und also meistens, also in meiner Malerei vor allem, ja. Und meistens sprechen wir dann darüber, dass, ja, oder wenn ich eine Installation mache, wie diese Installation Fences, wo es eben genau um das Thema geht, worüber wir gerade gesprochen haben, Zäune, Mauern, Grenzen in uns, im Zwischenmenschlichen und auf gesellschaftlicher Ebene, dann spreche ich auch über das wir jetzt gerade sprechen. Also da erzähle ich auch dann mal was von mir persönlich, so, ja. So, ja, es ist genau. also das Einfühlungsvermögen ist noch mal anders, ne? Also vielleicht, oder es muss ja auch überhaupt gar keine Rolle spielen. Also ich will da jetzt gar nicht auf irgendetwas immer drauf rumreiten oder das als wichtig nehmen. Es kann ja auch sein, dass deine Kunst überhaupt nichts mit dir als Frau halb türkischer Herkunft zu tun hat. Also muss es auch gar nicht, ne? Also Ja, ich denke, dass durch meine Geschichte natürlich meine Kunst auch entsteht. Also ich bin ja geprägt durch meine Geschichte und bin darüber eben an Themen gestoßen, mit denen ich mich eigentlich mein Leben lang schon beschäftige. Und das ist, was ich in meiner Kunst auch dann ja, also ausdrücke oder versuche auszudrücken und auch weiterzugeben, eben an Fragen und an so. Also von dem her, es ist, glaube ich, gar nicht so zu trennen. Ja, aber es ist eben nicht nur, dass ich türkisch bin oder dass ich eine Frau bin oder dass ich, sondern es ist eben dieses Gesamte. Das ist so meine gesamte Prägung, die ich erfahren habe und ja immer noch erfahre. Es hört ja nicht auf. Also, du guckst quasi nicht auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf der individuellen Ebene und was es mit dir macht im Prinzip. ja, das ist eine interessante Frage. Nein, also ich gucke beides. Die Gesellschaft besteht aber aus lauter Individuen und ich frage mich, wenn ich eine gesellschaftliche Veränderung möchte, wo beginne ich da oder was oder welchen Teil kann ich jetzt mit dem, was ich tue, dazu beitragen? So, also ich denke,
das muss über verschiedene Ebenen auch geschehen. So. Und ich bin eben Künstlerin und ich kann das in meinem Rahmen, so wie ich das eben mache, kann ich das machen und versuche ich das auch, weil ich mir eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung wünsche. So, ist aber Kunst eben, in anderen Ländern politischer? Also mir wird immer gesagt, die Kunst auch gerade in der dritten Welt oder in Schwellenländern oder im Süden sei viel politischer und man würde auch viel miteinander auch machen, mehr miteinander machen. Ist das so oder ist das ein Vorurteil? Das würde ich so nicht, wäre mir jetzt neu, dass es politischer ist. Nein, also in Deutschland gibt es ganz viel politische Kunst, in der Türkei auch, sofern sie gezeigt werden darf. So, also nein, das würde ich, also wäre mir jetzt, wüsste ich, wäre mir jetzt neu. So, das glaube ich nicht. Wie also wird ich es bei denke dir natürlich, wenn, weitergehen? Entschuldigung, bitte? Wie wird es bei dir weitergehen? Was hast du vor jetzt als nächstes? Ich bin froh, dass die wieder irgendwie Ausstellungen stattfinden dürfen und Messen. Ich werde im August auf der Messe in Hamburg, auf einer Messe in Hamburg sein, die Incorporating Art Fair. Und ja, bin dabei, auch hier was zu organisieren. Ja, habe so verschiedene Ideen. Ja. Also du warst durch Corona natürlich wahrscheinlich stark ausgebremst, das war ja sehr schwierig. Ja, das war sehr schwierig. Es wurden sämtliche Messen eben auch abgesagt und Ausstellungen, die ich gehabt hätte. Ja, die haben sich einfach verschoben, viele. Und die Messen, die sind ausgefallen und dadurch natürlich auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wobei natürlich man auch, aber als Künstler ist es schon sehr wichtig, dass man rausgeht und reale Ausstellungen machen kann. So. Also es kommt zwar jetzt immer mehr auch diese Online-Geschichten, aber man fühlt ja ein Bild jetzt ganz, ganz anders, wenn man davor steht und das anguckt, als jetzt irgendwie auf dem Bildschirm. Und dadurch natürlich ist auf jeden Fall viel eingebrochen, ja. Also normalerweise würde man sagen, du kannst schon mittlerweile gut von deiner Kunst leben, außer jetzt die Corona-Zeit hat dich schon ziemlich zurückgeworfen, wie viele Künstler, Künstlerinnen, die jetzt einfach durch diesen ganz harten, sage ich mal, die harte Phase 2020 vor allen Dingen durch mussten. Und jetzt hoffen wir mal, dass das bald auch ein Ende nimmt und dass ihr wieder aktiver werden könnt, obwohl wir alles vermisst haben natürlich, was mit Kunst, Musik, Theater etc. zu tun hat. Also es war nicht ersetzbar oder nicht ohne gut zu leben, sage ich jetzt mal. Aber ich musste dreimal so viel arbeiten und du hast einfach eine richtige Hardcore-Bremse gehabt. Also gearbeitet habe ich ja trotzdem, ich male ja trotzdem und es war so beidseitig, also es waren so ein paar, es hatte zwei Seiten, ja. Also mir persönlich hat so diese Entschleunigung gar nicht so schlecht getan, muss ich ehrlich sagen, weil mir teilweise es fast schon zu viel war irgendwie, also kurz vor Corona. Aber klar, ich meine, finanziell ist halt vieles eingebrochen und ja. Es hat alles zwei Seiten. Das wird, ich bin zuversichtlich und das wird weitergehen und ja, ich freue mich darauf. Ja, sehr schön. Schön, dass du dabei bist bei unserem Projekt. Die Mutter kam ja auch im Rahmen des Anwerbeabkommens, haben wir vorhin gesprochen. 71. Und ist jetzt wieder, lebt wieder in der Türkei und bist jetzt hier und bist wahrscheinlich auch Deutsche oder hast du auch einen türkischen Pass oder ist das... Ich bin deutsch-türkisch, auch als deutsch-türkisch eingetragen. Ich habe einen deutschen Pass, aber ich habe so eine türkische ID, Kimlik. Ach so, ja, diese, genau. Also das ist kein richtig, ich weiß nicht, genau, das habe ich noch. Und also sehr schön, das ist ja wirklich so, dass die Menschen, egal welcher Couleur und welcher Herkunft, ja hier ganz viel Mehrwert stiften und viel Farbe reinbringen und
wunderschön, dass du auch wirklich dabei bist mit deiner schönen Kunst, die wir auch hinter dir sehen. Und wir werden noch einige schöne Bilder einblenden. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen und hoffe, dich bald wieder mal zu sehen. Du wirst ja auch wieder in die Heimat kommen, zu uns nach Bayern. Und dann werden wir uns sehen. Und genau, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Dankeschön.